glücklich bist du mit diesem Punkt jetzt? Ja, gemischte Gefühle, weil wir auch zwei relativ unterschiedliche Halbzeiten gespielt haben, wie der Trainer dann am Ende gesagt hat. Und wir könnten auf jeden Fall in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Hat uns einfach die letzte, glaube ich, Überzeugung und Durchschlagskraft bei den Abschlüssen und bei den Chancen gefällt. Und ja, es ist schwer hier zu spielen. Das ist klar, das ist uns bewusst, beziehungsweise jedem Gegner, der herkommt. Und zweite Halbzeit haben wir das nicht so hinbekommen wie erste Halbzeit. Und dann kommt dieses Ergebnis zustande. Ja, also das Spiel muss man auseinandernehmen. Erste Halbzeit verpassen wir es wieder, klar in Führung zu gehen, haben sehr viele gute Chancen. Ich glaube, wir treffen auch zweimal das Aluminium, haben viele Durchbrüche über rechts, über links. Ja, und schaffen es dann nicht, im letzten Pass oder in der entscheidenden Aktion klar zu bleiben. Und dadurch gehen wir mit 0-0 in die Halbzeit, wo wir, wie gesagt, das Spiel eigentlich zumachen, hört sich immer ein bisschen krass an, aber mit zwei Toren mindestens führen müssen, meiner Meinung nach. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann kein gutes Spiel gemacht. Ja, haben es nicht mehr geschafft, so in die Räume zu kommen wie in der ersten Halbzeit. War klar, dass Chemie zu Hause auch ein bisschen mehr drückt. Wir haben viele Abschlüsse zugelassen, ohne jetzt eine hundertprozentige, würde ich an sich sagen. Aber die zweite Halbzeit ging dann schon eher an Chemie. Von daher muss man am Ende sagen, ist der Punkt in Ordnung. Aber ein dickes Aber, wenn wir in der ersten Halbzeit einfach konsequenter spielen, unsere Chancen nutzen, dann ist, glaube ich, wenn wir hier mit 2-3-0 sogar in Führung gehen, das Spiel gelaufen. Ja, zweite Halbzeit war keine Intensität da von uns, die wir eigentlich drauf haben, aber irgendwie war es heute nicht der Fall. Müsste es mal einen Gedanken machen, wieso, weshalb, warum. Das geht da ganz schnell bei einer Wiederanalyse. Wir müssen gucken, was wir da besser machen können oder besser halt machen können. Und dann aufs nächste Spiel übertragen, auf jeden Fall. Der Gegner ist immer so gut, wie man es zulässt. Wir haben, wie gesagt, auch zweite Halbzeit nicht mehr so intensiv gespielt. Haben dann viele kleine Aufbaufehler auch gemacht, was wir in der ersten Halbzeit nicht drin hatten. Der Ball war zu schnell weg. Falsche Entscheidungsfindung, gerade auch im letzten Drittel. Da ist eins auf dem anderen gekommen. Und deswegen, wie gesagt, haben wir keine gute zweite Halbzeit gespielt. Hatten auch, glaube ich, keine glasklare Torschance mehr. Klar, mal so eine Ecke oder so, die durchrutscht. Aber jetzt keinen richtigen Abschluss, wo man sagt, okay, da hätte es nochmal klingeln können. Von daher, wir haben, wie gesagt, das Positive, wir haben kein Tor bekommen, sind weiterhin ungeschlagen. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt das Cottbus-Spiel noch mit einbezieht, finde ich, haben wir ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit, hätten wir jetzt 4 Punkte mehr auf dem Konto. Das muss auch weiterhin unser Anspruch bleiben und trotzdem hat jeder alles gegeben und von daher nehmen wir den Punkt trotzdem mit. Erst halt, dass du oftmals unterbrochen, also hast dir ein bisschen Zeit gelassen, hast deine Vordermänner noch mal ein bisschen angewiesen. Was hast du denen gesagt? Was sollten sie machen? Ja, genau, also ich habe das absichtlich gemacht. Ich werde auch Feedback von den Spielern bzw. von den Trainern bekommen, ob das dann auch richtig war. Ich habe nicht meine Vorderleute nur angewiesen, sondern die gesamte Mannschaft, weil ich das Gefühl hatte, dass wir vielleicht die langen Bälle annehmen wollten, von Anfang an, in den ersten Sekunden bzw. Minuten. Unser Matchplan war das nicht. War nicht unser Matchplan. Und deswegen wollte ich nur betonen, dass wir rausspielen sollen und versuchen, in die gegnerische Hälfte mit Fußballspiel bzw. Aufbauspiel kommen. Das ist uns dann auch im Endeffekt gelungen und wollte einfach nur kein Risiko gehen, dass wir das dann die, zum Beispiel längere Zeit machen. Lisa, freust du dich dann auf das Heimspiel wieder gegen den BRK? Ja, also ich freue mich auf jedes Spiel. Jetzt wieder zu Hause natürlich gegen BRK. Können wir da wieder von vorne anfangen und zeigen, was wir drauf haben oder beziehungsweise besser machen können. Und wir freuen uns wieder auf ein Heimspiel. Sehr gut, danke. Ich darf.